Gerade wird die 19-jährige Kim nach einem Busunfall in die Notaufnahme gebracht. Meine Tochter, Kim. Ja. Wie ist denn Ihr Name? Eva Metz. Eva Metz, ja. Ich wurde angerufen. Meine Tochter wurde hier eingeliefert nach einem Busunfall. Genau, das heißt, Sie wurden schon informiert. Ja. Ne? Genau, wir sind gerade dabei, Ihre Tochter zu behandeln. Ich hoffe, mir geht's gut. Ich habe das alles gesehen. Und wissen Sie mehr darüber? Ja, das war ein Gedränge vom Bus und da stand ein junger Mann hinter ihr. Und als der Bus gerade, als der einfuhr, da ist sie gestoßen worden. Wenn das wirklich so gewesen ist, dass sie geschubst worden ist, dann liegt da natürlich ein Straftatbestand vor. Ne? Deshalb bin ich ja auch hier. Ich habe das auch dem Rettungssanitäter gesagt. Sehr vorbildlich. Aber ich würde Sie wirklich bitten, also es ist ganz toll, wie viel Engagement Sie hier zeigen, dass Sie bei der lieben Carola einmal Ihre Daten hinterlassen. Ja? Weil es kann sein, dass Sie noch irgendwie eine Zeugenaussage machen müssen. Sie als Mutter, Sie dürfen gerne einmal mitkommen, wenn Sie möchten. Ja, das dürfen Sie. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Tochter alles Gute. Ich danke Ihnen noch ganz herzlich. Wenn man Zeuge eines Unfalls wird, gibt es ja Richtlinien, an die man sich halten sollte. Man sollte zunächst nach der verletzten Person oder die Person schauen, die 112 wählen, die 110 wählen und vor allen Dingen an der Unfallstelle bleiben, da eventuell die Polizei oder auch die Rettungskräfte noch wichtige Informationen brauchen zum Unfallhergang. Frau Metz, guten Tag, Marz ist mein Name. Das sieht schlimm aus. Ja, das ist, sieht schon sehr schlimm aus, aber... Kannst du mich hören? Oh Gott, sie reagiert ja kaum. Können Sie schon was zu dem Zustand sagen? Ja, kann ich Ihnen schon was sagen. Also sie hat auf jeden Fall eine Kopfplatzwunde. Mhm. Ultraschall habe ich gerade gemacht, da konnte ich aber jetzt nichts Auffälliges feststellen. Mhm. Frau Metz hatte ja einiges an Verletzungen. Sie hatte multiple Abschürfungen. Der Arm war schon geschient vom Rettungspersonal. Sie hatte eine große Kopfplatzwunde, was mir auch am meisten Sorgen bereitet hat. Denn sie war hier nicht ansprechbar und sie war ja vor Ort auch bewusstlos gewesen. Kannst du denn schon mal Röntgen anmelden? Ja. Ja, CT, Schädel auf jeden Fall. Linker Arm. Mach ich. Ne? Frau Metz, hat Ihre Tochter denn irgendwelche Vorerkrankungen? Nein. Nimmt sie auch nicht regelmäßig Medikamente oder irgendwas? Nee. Okay, dann kann das natürlich jetzt von dem Sturz kommen, beziehungsweise von dem Aufprall mit dem Bus. Wir werden auf jeden Fall jetzt die radiologischen Ergebnisse noch abwarten. Okay. Ja? Ich habe angerufen. Ja. Ich schnappe gleich Verstärkung und dann können wir eigentlich direkt rüberfahren. Für die Mutter unserer Patientin muss das total belastend gewesen sein. Das habe ich ja auch angesehen. Ich meine, sie muss nicht nur mit dem Gedanken leben, dass ihre Tochter hier als Patientin bei uns im Krankenhaus ist, sondern dass dieser Unfall eventuell auch vorsätzlich zustande gekommen ist. Sowas ist natürlich total harter Tobak. Es wird alles wieder gut. Sie bleiben bestimmt hier, ne? Ja. Kommen jetzt zur Radiologie, können Sie leider nicht mitkommen. Ich verstehe es einfach nicht, wie das passieren konnte. Und vor allem, was sie an der Bushaltestelle gemacht hat. Sie hat seit kurzem ihren Führerschein. Erfährt die noch mal gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Sie hat doch gerade ihren Führerschein gemacht. Ach so. Und vor allem, wer hat sie geschubst? Ich weiß es nicht. Also. Das können wir jetzt auf jeden Fall nicht entscheiden. Lassen wir uns erstmal die Ergebnisse kommen. Es kam ja relativ schnell der Verdacht auf, dass Frau Metz vor den Bus gestoßen worden ist. Gott sei Dank nicht direkt vor den Bus, sodass sich die Verletzungen hier in Grenzen hielten. Sie hätte ja auch dabei sterben können. Man ist dann persönlich betroffen, wenn man sich vorstellt, dass jemand am Bus steht und ein Unbeteiligter will ihr dann so einen Schaden zufügen. Aber versuchen Sie sich jetzt erstmal ein bisschen zu beruhigen. Sie können gerne mit mir nach vorne kommen, weil müssen noch so ein paar Sachen ausgefüllt werden. Kommen Sie einfach mit, Frau Metz. Mutter Eva befürchtet, Kims Ex-Freund könnte ihre Tochter vor den Bus gestoßen haben. Seit der Trennung bedrängt dieser die 19-Jährige ununterbrochen. Die Schneiderin ist so aufgewühlt, dass ihr das Ausfüllen der Formulare schwerfällt. Dazu kommen eigene Schmerzen. Ich wollte eben das Formular ausfüllen, aber ich habe solche Schmerzen. Der Finger bereitet mir schon seit Tagen Probleme. Okay. Ich hatte eine Blutblase am Zeigefinger. Und die hat mich beim Nähen behindert. Und da habe ich die mit einer Nähnadel aufgestochen. Mit der, wo sie vorher genäht haben? Ja, und habe die Haut abgepellt und dann das Pflaster drauf gemacht. Ja. Ja, aber seit einem Tag tut es noch mehr weh. Haben Sie es denn desinfiziert? Nee. Nee, das hätten Sie besser noch mal gemacht. Okay. Wir gucken uns das mal an. Du kannst ja schon mal versuchen, das zu bekommen. Mal, Also wenn Sie das mit der Nadel gemacht haben, mit der Sie vorher genäht haben, sind da natürlich ohne Ende Keime dran. Ach so. Ne? Das wusste ich nicht. Ich habe dann gedacht, Mensch, fürs nächste Mal, Frau Metz. Genau, fürs nächste Mal weiß ich es ja. Machen Sie mal ganz vorsichtig ab. Wenn es so weh tut, sagen Sie sofort Bescheid. Es pocht ganz schön. Und das ist euer.
Genau, oioioi, das wäre jetzt auch meine Formulierung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, was man hier sieht, klar, ne? Sie haben da reingestochen, dann hat es geblutet und dann hat sich die Haut abgelöst und dann hat sich da eine Blutblase gebildet. Mhm. Und wo ist die Blase? Haben Sie die auch direkt entfernt? Ich habe es abgepellt, ja. Eieieiei, okay. Also, Ich wollte es weg haben. Wir desinfizieren das einmal, setzen die Blase drauf und dann verbinden wir das einmal. Ja. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, ob man jetzt Blutblasen oder Spannungsblasen tatsächlich öffnen sollte. Hier muss man tatsächlich abwägen. Das ist einmal von der Größe der Blase abhängig. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man bei einer Eröffnung tatsächlich Keime dort reinbringt, die erheblichen Schaden in Form von Entzündungen hervorrufen können. Auf keinen Fall sollte man aber, wenn man sie schon eröffnet, das Häutchen darum entfernen. Denn darunter ist wirklich noch in Anführungsstrichen rohes Fleisch. Und damit natürlich eine ganz große Fläche, die sich infizieren kann. Ich bin Schneiderin von Beruf. Ich brauche den. Ja, ich habe zurzeit auch ganz viel zu tun. Ich habe auch ganz viele Extraaufträge angenommen, weil ich meiner Tochter doch den Führerschein finanziere. Sie kann es von ihrem Ausbildungsgehalt als Einzelhandelskauffrau noch gar nicht stemmen. Mhm. Ja. Und sie hat sich gerade jetzt ein Auto angeschafft, ein ganz altes, rostiges Auto, ist ganz stolz darauf. Und es war für sie jetzt schon eine ganz große Investition. Und sie war auch so glücklich, nicht mehr mit dem Bus fahren zu müssen. Aber eigentlich fährt sie jetzt die ganze Zeit schon mit ihrem Auto. Ja. Aber war jetzt an der Bushaltestelle. Ja, und das verstehe ich ja gerade nicht. Das verstehe ich jetzt. Ich wollte es und deshalb Erklärung. Ja, genau. Ich verstehe es einfach nicht. Ich fand das wirklich sehr süß, wie die Mutter der Patientin sich hier reingehangen hat. Sie hat unglaublich viel gearbeitet, sich praktisch die Hände wund genäht, weil der Führerschein der Tochter noch nicht abbezahlt war. Und man hat total gemerkt, dass die Mutter hier wirklich belastet war und unter Druck stand, um ihrer Tochter hier weiterzuhelfen. Tetanus geimpft sind Sie hoffentlich auch. Bin ich, zum Glück, okay. Ja. Sehr gut. Ne? Also wenn sonst irgendwas sein sollte, Sie merken, dass die Rötung hier weiter runterzieht oder die Gelenke betroffen sind, dann müssen Sie natürlich sofort zum Arzt gehen. Ne? Die Wunde an Evas Finger wird nun vermutlich gut heilen, so dass sie ganz bald wieder mit Freude Kleider schneidern kann. Nach dem Röntgen ist Tochter Kim endlich wieder ansprechbar. Was sie nun über den Busunfall erzählt, wirft allerdings sogar neue Fragen auf. Hallo Kim, geht's ein bisschen besser jetzt? Ein bisschen, ja. Okay, boah, vorhin war ja gar keine Reaktion da. Oh. Ja gut, das war schon eine ordentliche Verletzung, aber da kann ich schon zum Teil Entwarnung geben. Wir hatten ja die Aufnahme vom Kopf gemacht, da drüben sehen Sie es auch noch gerade, ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Die radiologischen Untersuchungen bei Frau Metz haben einmal ergeben, dass am Schädel wirklich keine Knöchernverletzungen waren, auch keine Weichteilverletzungen oder Einblutungen ins Gehirn. Sie hatte allerdings im linken Arm eine distale Radiusfraktur, die wir konservativ mit einer Gipsschiene behandeln konnten. Am Knie hat sie nur Hautblessuren gehabt, dort war nichts frakturiert. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage. Da war eine Dame, die hat gesagt, dass du geschubst wurdest. Nein. Und es wäre ein junger Mann gewesen. Nein, die muss sich verguckt haben. Ich bin über meine Füße gestolpert. Die wurden irgendwie so taub. Beziehungsweise mein rechter Fuß, der wurde taub. Was? Und das hatte ich in der letzten Zeit auch öfters. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also ihr Fuß ist taub gewesen und deswegen sind sie praktisch über den Fuß gefallen, Ja, aber ich habe das schon öfters gehabt. Also es ist jetzt nichts Neues gewesen. Naja, nichts Neues heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem der Sache nachgehen müsste. Ne? Weil das ist nämlich, oft kommt das vom Rücken. Wissen Sie, wenn Sie laufen und der Fußheber vielleicht nicht richtig funktioniert, ne, dann kann man schon mal über seine Füße stolpern. Aber das ist eigentlich ein wichtiger Hinweis, weil dem müssen wir nachgehen. Haben Sie denn da auch schon Rückenschmerzen schon mal öfters gehabt? Ja, so in letzter Zeit hatte ich halt unten im Rücken ein bisschen Schmerzen, aber ich habe mir da jetzt nicht großartig was bei aber gedacht. Aber Sie üben doch einen Kaufmenschenberuf aus. Ja, im Einzelhandel. Ich arbeite im Getränkemarkt und da muss ich halt immer sehr schwere Kisten schleppen und ich habe in letzter Zeit auch so viele Überstunden gemacht. Und ja, sie hat extrem viele Überstunden gemacht. Sie kam jeden Tag ganz spät nach Hause. Ja, ich muss ja jetzt noch mal bei dem Rücken bleiben, ganz ehrlich. Ne? Also, wie haben Sie die Sachen denn gehoben? Ich habe mich halt gebückt und dann habe ich die Kiste halt so hochgehoben. Das ist natürlich genau für den unteren Rücken, für die Lendenwirbelsäule wirklich sehr, sehr belastend. Deswegen müssen wir hier dringend ein MRT machen. Und da muss man natürlich jetzt gucken für die Zukunft, dass sie
natürlich da entlastet werden. Sie sind eine zierliche Frau. Das kann nicht angehen, dass Sie in der Ausbildung da solche Kisten schleppen müssen. Und das andere ist, dass man da natürlich grundsätzlich irgendwelche Techniken erlernt, wie man Sachen hebt. Man sagt normalerweise aus den Knien heben, nicht so, also nicht so dieses Klappmesser, sondern wirklich Rücken gerade, in die Knie gehen, hochheben, ja. Aber Kim, warum machst du eigentlich so viele Überstunden? Mama, ist auch egal, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, du bist doch noch in der Ausbildung, das können die doch nicht von dir verlangen. Mama, wir quatschen später darüber. Oder? Ich denke auch, dass das besser ist, weil ich würde jetzt ganz ehrlich mich noch um die Kopfplatzwunde kümmern. Ja. Und dann wäre es halt auch wichtig, dass wir das mit dem MRT wirklich machen, um zu gucken, was da tatsächlich jetzt am Rücken ist. Ja, das ist auch schon angemeldet. Ne? Ja, perfekt. Um Kims Gehirnerschütterung überwachen zu können, wird die 19-Jährige zudem stationär aufgenommen. Am folgenden Tag ist sich die Mutter der Auszubildenden in einem Getränkemarkt sicher, ihre Tochter verheimlicht etwas. Denn die Schneiderin hat etwas Verdächtiges gefunden. Hallo Kim. Na, wie geht's dir? Ja, besser. Du siehst auch besser aus heute. Willst du noch mal eben den Puls nicht erschrecken? Du Kim, ich möchte noch mal mit dir reden. Ist dein Auto kaputt? Nein, mein Auto ist nicht kaputt. Was hast du dann gestern an der Bushaltestelle gemacht? Ja, da hat die Bushaltestelle. Ich wollte eine Arbeitskollegin abholen. Also, ich wollte die da abholen. Deswegen war ich dort. Also. Okay, und was ist das hier? Das ist eine Monatskarte des öffentlichen Nahverkehrs. Mit deinem Namen. Und es ist aus deiner Jackentasche gefallen. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Ja, Mama, tut mir leid, das ist mir so unangenehm. Ich weiß jetzt gar nicht. Sag's doch einfach. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dir das richtig sagen soll. Das ist etwas Böses. Birgit, du wirst schon erwartet. Hallo. Tatsächlich. Hallo, Frau Metz. Wie fühlen Sie sich? Ja, besser. Mir tut der Kopf noch ein bisschen weh. Haben Sie das MRT-Ergebnis? Ja, deswegen bin ich jetzt gerade gekommen. Also es hat sich tatsächlich bestätigt, dass es in der Lendenwirbelsäule ein Bandscheibenvorfall ist. Das heißt aber, dass das im Prinzip dafür verantwortlich ist, für diese Missempfindungen, die sie hatten. Und eben auch dieses Taubheitsgefühl und letztendlich auch sicherlich für ihren Sturz verantwortlich ist. Okay, ne? Das muss man halt auch noch mal so sagen. Richtiges Heben ist in allen Berufen, wo man mit Gewichten halt wirklich arbeitet, extrem wichtig, dass man rückenschonend arbeitet, dass man in der Hocke, aus der Hocke heraus Gewichte anhebt, damit es da auch nicht zu solchen Vorfällen letztendlich kommt. Aber was viele auch unterschätzen, man denkt immer auch nur, es kommt vom Heben, aber so ein Bandscheibenvorfall betrifft auch viele Berufsgruppen, wo man sich gar nicht wirklich denkt. Und zwar zum Beispiel die Banker, auch Menschen, die viel im Sitzen arbeiten, die nicht wirklich ihre Rückenmuskulatur trainieren, die sind auch ganz häufig von Bandscheibenvorfällen tatsächlich betroffen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Kim wegen des Taubenfußes gestolpert ist, also aufgrund des Bandscheibenvorfalls dann? Ja, so würde ich das jetzt sehen, ne? Weil da haben wir jetzt eindeutig natürlich was gefunden und das entspricht ja auch der Schilderung ihrer Tochter. Aber ich verstehe das nicht. Die Dame hat doch gesagt, dass sie geschubst wurde. Mein Gott, Mama, ich habe doch 5-mal gesagt, die Frau, die muss sich da verguckt haben oder sowas. Also mich hat niemand geschubst. Okay, dann will ich dir das glauben. Ich bin über meinen Fuß gestolpert und dann halt vor dem Bus. Es hat sich ja herausgestellt, dass die Version der Patientin tatsächlich so gewesen ist. Sie ist nicht geschubst worden. Jetzt hatten wir ja noch diese Passantin, die das gesehen haben wollte. Natürlich hat sie jetzt hier irgendwas falsch gesehen. Ich weiß nicht, wo sie gestanden hat. Aber ich muss doch sagen, ich finde es schon auch wichtig, dass wenn man sowas sieht, das auch sagt. Denn gerade in jüngster Zeit ist ja immer wieder vorgekommen, dass Personen absichtlich gestoßen worden sind. Und da sind natürlich Zeugenaussagen ungeheuer wichtig. Ja, aber eins ist mir noch nicht klar. Weshalb hast du die vielen Überstunden gemacht? Sag's doch mal. Irgendwas verheimlichst du doch von mir. Sei nicht sauer, aber ich habe meinen Führerschein verloren. Ich war auf der Autobahn, da war 80, ich hatte 120 drauf. Ich konnte gar nicht so schnell gucken und dann wurde ich halt geblitzt. Dann musste ich halt eine dicke Geldstrafe bezahlen. Ich musste zur Nachprüfung und du hast so viel gearbeitet und ich wollte dir irgendwie das Geld dann zurückgeben. Und deswegen habe ich so viele Überstunden gemacht und ich wollte das auch mit der ganzen Nachprüfung selber bezahlen und die Geldstrafe und ich wollte dich damit nicht auch noch belasten. Ach, Kim. Es tut mir wirklich leid, dass ich das nicht gesagt habe. Das hättest du mir alles sagen können. Ich meine, wäre uns auch viel erspart geblieben, ne? Ja. Und ich denke,
Das war ja auch ein Versehen. Es kann jedem passieren. Ich bin ja nicht böse oder so. Ne? Ja, jetzt werden Sie erstmal wieder gesund. Genau. Ne? Ja, das ist das Wichtigste. Hauptsache, es hätte ja noch viel Schlimmeres passieren können. Genau. Das ist jetzt. Das tut mir auf jeden Fall nochmal leid. Ja, es ist okay. Kim durfte 2 Tage später nach Hause. Arm- und Platzwunde verheilten ohne Komplikationen. Dank der Physiotherapie für ihren Bandscheibenvorfall ist die angehende Einzelhandelskauffrau inzwischen wieder beschwerdefrei.